Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. So am I still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. So, Delle, dann gehen wir mal wieder hier zurück. Wir wollten ja noch ein bisschen die Welt erkunden. Und da ist mir doch schon direkt der Kopfhörer so ein bisschen verrutscht. So, jetzt haben wir es. Das fängt ja schon mal gut an hier. So, was gibt's denn hier noch zu entdecken? Irgendwo habe ich doch eine Schnauze gesehen. Eine, die haben wir ja im letzten Mal schon. Oh, das wart ja dann schon. Hier waren wir ja schon. Den können wir uns wieder anschauen. Das ist aber relativ uninteressant. So, gerade ein kleiner Cut. Ich wurde gestört. Ich hoffe jetzt mal, dass ich nicht vergesse, das rauszuschneiden. Aber wahrscheinlich schon, so wie ich mich kenne. Gut, da geht's rüber. Das sollte kein Problem sein. Und noch schön die ganzen Dings mitgenommen. Jawohl, das war doch gerade so eine Rose hier. Das müsste doch... Ah, okay, nee, das ist einfach nur Leben. Ich dachte jetzt, da geht's wieder... Wow. Ich dachte jetzt, da geht's wieder darum, dass man sich anmalt. Was ist das jetzt? Wow, was ist das für ein Schwabbelzeug? Treibender Verfall, okay. Zack! Fress Pfeffer! Ah, jetzt kann ich den hier... Ah, das wäre einfach. So. Und dann einfach hier in diese Fontäne und dann schön hier rüber. Gut, das ist nicht so schwer. Zack, da war die Sprungeinlage das letzte Mal wesentlich schwerer. Und hier ist wieder so ein treibender Verfall jetzt. Wo ist denn der Mongo? Ey! Bastard, komm her, da ist er. Wow! Wieso wehrt der alles ab? Ah, ich kann ihn nur treffen, wenn... Jetzt könnte ich ihn treffen, aber jetzt war die Waffe überladen. Scheiße. Ist da nicht auch noch einer gewesen? Doch. Jetzt kann ich ihn treffen. Und zack. Ach, der... Nein! Schon wieder getroffen. Komm doch her! So, jetzt kann ich ihn treffen und das war's dann auch mit dem. So, ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt hier drauf springen muss. So, und dann gleiten wir mal hier rüber. Jetzt haben wir diese Dings noch nicht bekommen, aber nicht so schlimm. Da wäre noch eine Plattform gewesen. Na gut, die kriegen wir jetzt nicht mehr, dann müssen wir eben zurück. Und die paar Zähne haben wir dann eben nicht. Aha, hier gibt es irgendeine Flasche noch, steht da. An der Wand, wenn wir den Schrumpfsinn anhaben. Zack, geht zu. So, das war's aber hier drin. Können wir ohne Probleme wieder rausgehen. Ich bin jetzt absichtlich nochmal drüber gegangen, dass das Ding nochmal zugeht. So. Was haben wir denn hier Feines? Jetzt können wir uns erstmal Leben besorgen. Zwei Blumen fehlen, aber jetzt weiß ich ja, dass ich in diesen Blumen drin hier noch Leben bekomme. Ich wollte doch noch hier. So, zack. Aha. Schöne Sache. Gut, dann geht's jetzt erstmal hier rüber. Wow, wow, shit. Ich dachte, das wird bis zu dem Ding gehen, aber das war scheinbar doch nicht so. Ah, nee, das hört vorher auf, okay. So, und zack. Gut, das hier ist einfach zu erreichen. Da hinten ist nochmal dasselbe, aber da springen wir jetzt nicht rüber, sondern gehen da so hin. Ach, das hier kann ich, glaube ich, nur... Genau, mit dem Hammer zerfetzen. So. Und dann hier weiter. Nochmal die Zähne einsammeln. Oh, und da ist noch hier so, so eine Kiste. Die nehmen wir dann auch noch mit. Da ist noch ein Goldzahn drin. So. Puh, das war eng. Damit hätten wir diese ganzen Zähne hier aufgesammelt und begeben uns weiter da hinten hin. Ich denke, da sind wir falsch. Da sind wir noch hergekommen. Nee, Moment, hier sind wir nicht hergekommen. Da sind wir nicht hergekommen. Jetzt war ich schon ganz verwirrt.
Ah, schon wieder so ein Vieh hier, so ein Scheißding. Na, ich weiß immer noch nicht, wie ich das kaputt machen soll. Boah, da war jetzt schon wieder so eine Bombe. Vielleicht sehe ich den, wenn ich im Schrumpfmodus bin. Ah, den. Ah, hier ist so ein. Ich glaube, den kann man hier. Ach, Mist. Mit diesem extra Ding da besiegen. Ich hole mir jetzt erstmal wieder Leben. Oh, shit. Wie schmeißt man das nochmal hin? So. Nee, so war anvisieren. Wie schmeiß ich denn nochmal hier so ein. Shit. So einen, so eine Bombe. Ich weiß es gar nicht mehr. Naja. Dann lassen wir es einfach. Und gehen hier rüber. Da ist nämlich noch ein Weg. Allerdings weiß ich nicht, wo der uns hinführen soll. Gut. Ey, du Mongo, ey. Meine Fresse. Gehen wir lieber hier drauf. Aha, und da müssen wir jetzt so ein Ding draufstellen, wahrscheinlich. Dieses hässliche Vieh. Aber das ist schwer. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie es geht. So, mein Freund, jetzt komm her. Du Mongo, wieso kann man den denn nicht besiegen? Was ist denn das für ein Scheißvieh? Und ich weiß noch nicht mal, wie man. Oh. Konfiguration. So, jetzt würde ich das mal gern wissen. Steuerung. Wie beschmeiße ich nochmal so eine Bombe? Uhrwerk auf Q. Wieso schmeißt man die auf Q? Was war das jetzt? Super, das ganze Leben verloren. Oh, da war es eben nochmal, meine Fresse. Wenn sie unbedingt wollen, dann machen wir das Ganze einfach nochmal. So, was? Wieso spawnen wir hier wieder? Das ist doch total übertrieben. So, viel zu weit weg. Ja, aber wirklich extrem weit hinten. Das ist ja mal scheiße jetzt. Naja, gut. Dann sammle ich das hier schnell wieder auf. Diesmal springe ich allerdings da hinten rüber. Hat sogar geklappt. So. Das war eng hier. Gut, geh da nochmal schnell rein, aber nicht um Leben zu holen, sondern um die Dinger hier zu holen und spring dann wieder rüber. So. Und hier dann direkt vorbei an dem Arsch da. Da so eine Uhrenbombe hinlegen. Ja, ich würde gern wegrennen, meine Freunde. Denn derzeit konnte er mich natürlich super mit Dings abschmeißen. So, und jetzt schnell da oben voll pfeffern, bevor der Idiot. Ah, jetzt war die Bombe weg. Shit. Die Bombe war nicht lange genug auf diesem Schalter da hinten. Ah, Mongo. Bist du doof? Ich will das nicht sehen. So, und jetzt Speed. So, jetzt laufen wir hier rüber. Und dann. Ah, shit. So, jetzt aber da rein. Treff. Puh, das war eng. Fast hat das nicht mehr geklappt. Jetzt frage ich mich nur noch, wie wir da hochkommen sollen. Ah, ich sehe es schon. Was ist denn das jetzt? Wo kommt das her? So, hiermit. Das war vorher nicht, aber jetzt ist es da und dann. Können wir das auch mitnehmen? Gut, und springen darüber. Jetzt ist alles kein Problem mehr. Ganz schön gechillt. Können wir da jetzt rüber? Da. So, und damit wären wir da. Da, wo wir hin wollten. Und sammeln hier noch zwei Goldzähne ein. Und zack. Das Wasserhof-Theater. Ich gehe mal davon aus, dass das Spiel jetzt gleich auch speichert. Ich hoffe zumindest. Ja,
es wird gespeichert und das war's dann erstmal wieder mit Let's Play Alice Madness Returns. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.